Hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Online. Wir spielen wieder eine entspannte Runde Red Dead Redemption 2 im Online-Modus und wir befinden uns hier wieder am Polizeirevier von Saint-Denis. Ja, die Alligator habe ich in der Zwischenzeit weggeschafft, die wir am Ende der letzten Folge noch gefunden haben. Und wie angekündigt, werden wir uns jetzt um die nächste legendäre Kopfgeldjagd kümmern. Das heißt, wir werden uns jetzt erst einmal den Steckbrief natürlich anschauen. Ja. Da haben wir zuletzt die Edda Doyle gemacht. Und als nächstes haben wir die Owlhoot-Familie. Oha. Oh, okay, bin mal gespannt, ob wir tatsächlich mit mehreren zu tun bekommen. Gut, lesen wir den Steckbrief mal. Gesucht. Vollständige Belohnung für die Ergreifung oder Tötung der Mitglieder der Owlhoot-Familie. Tot oder lebendig. Diese berüchtigte Bande von Desperados wird gesucht wegen mehrfachen Mordes und Barbarei. Inklusive der Grausamkeit gegenüber Tieren. Die vollständige Belohnung wird bezahlt für die Ergreifung oder Tötung der Mitglieder dieser grausamen Bande, die Reisende durch den Benedict Pass terrorisieren. Okay, na dann werden wir das mal annehmen. Dann bin ich gespannt, ob wir tatsächlich alle erledigen werden können. The Owl Hoot Family. First off, they ain't no family. More like an unhinged congregation of the worst bastards and bitches on God's green earth. You think they look bad on this poster? Wait till you see how folks look after the families done with them. Bringing just one of these owl hoots down will not cut it here. You'll have to get all four of them that's on the list. They shouldn't be too far away from each other, but you'll have to do some looking. And when you get them, don't hold back. Okay, dann werden wir uns auf jeden Fall nicht zurückhalten. Okay, wir haben also jetzt hier zwei Leben. Wir sollen jetzt Rio Bravo nach der Owlhoot-Familie durchsuchen. Und ich denke, tja, wir können es vielleicht versuchen, die einzeln zu kriegen, die sollen auseinander sein. So war die jeweils jetzt in der Beschreibung zu hören. Okay, davon haben wir auch direkt vier Ziele auf der Karte. Das ist ja sehr interessant. Schauen wir uns das mal an. Okay, das ist ein Stückchen auseinander. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir direkt am Benedict Pass an. Mit Ziel B hier in dem Fall. Betitelt. Gut, setzen wir uns mal einen Wegpunkt dahin. Na, das kann ja ein Spaß werden. Jupp, na, den ersten können wir noch einsammeln. Und aufs Pferd packen, aber danach brauchen wir definitiv dann auch den Kopfgeldjägerwagen. Ja. Ja, zum Glück haben wir den. Gut, reiten wir da mal hin. Bin ich gespannt, was das jetzt hier wird. Ja, wenn die jetzt zusammen gewesen wären, hätte ich gesagt, ja, dann machen wir kurz und schmerzvoll für die und erledigen wir es einfach. Aber nun ja, so. Reiten wir erstmal, wie gesagt, zum Benedict Pass. War ja ein Stückchen auf jeden Fall. Ja, das werden wir da erstmal zurücklegen müssen. Dass man ein bisschen hat andere zu. Ich würde sagen, wir nutzen mal die Gelegenheit ganz kurz, dass wir noch Ruhe haben und noch keine Zeitbeschränkung und kümmern uns mal ganz kurz um Beauty. Wir werden sie erstmal kurz striegeln und wir werden auf jeden Fall dann mal ihr auch was zu essen geben. Ja, ein bisschen füttern, das muss mal sein. Ja, raus aus der Animation erstmal mal. Ich würde auch sagen, wir nehmen direkt mal Pferdevorräte, hier Pferdenahrung. Oh, das ist auf jeden Fall gut, wenn sie erstmal goldene Kerne hat. So. Und dann gucken wir uns kurz nach unseren Kernen. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Na, eigentlich nicht. Naja, ich glaube, da tun wir mal ein bisschen was für. Das heißt, wir schauen mal, was wir hier nicht finden können. Ja, wir brauchen auf jeden Fall was für den Ausdauerkern und den anderen. Ach, ich würde einfach sagen, wir nehmen einfach ein Großwildfleisch mit Ackerminze. Was soll der Geiz? Wir machen hier schließlich eine legendäre Kopfgeldjagd. So. Oh, wir hatten ja, glaube ich, auch ein bisschen Großwildfleisch bei dem Alligator gefunden beim letzten Mal, am Ende der letzten Folge. Muss ich bloß wieder ein bisschen Ackerminze sammeln hier. So, wir werden erstmal ein Stückchen weiter reiten. Und dann mal gegen wen wir da als erstes haben. Das scheinen ja ein paar ganz sympathische Typen zu sein, die wir da haben. Ja, so eine richtige Redneck-Familie auf jeden Fall. So viel war auf jeden Fall aus der Einführung über sie herauszubekommen. So, und ich glaube, so wie die Folien, da brauchen wir auch nicht mit zimperlich mit denen sein. So, da vorne haben wir die Brücke, okay. Also dann noch ein Stückchen zu reiten, dann sind wir aber auch gleich am Benedict Pass. Auf jeden Fall finde ich das sehr schön, dass wir hier wieder in New Austin unterwegs sind. Sollte nicht so viel dauern, auch ein bisschen langweilig. So, wir sind wohl am ersten Zielort. Dann würde ich mal sagen, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Also, aha, das schon mal zu hören. Okay, da vorne ist direkt einer. Okay.
Na, mal sehen, wo wir jetzt den ersten finden können. Da vorne. Ah, unter der Brücke. Das ist ja großartig. Der hat wohl gerade Pech gehabt. Gut, ich würde mal sagen, wir nehmen mal kurz das verstärkte Lasso in die Hand und werden den Kerl mal von hinten überraschen. So. Bruder Allhult. Der liegt schon am Boden und ist hier fesselt. Wir haben den ersten. Oh, das war ja einfach hier. Dann würde ich mal sagen, wir nutzen die Gelegenheit und werden gleich mal unseren Stall kontaktieren und mal unseren Kopfgeldjägerwagen ranholen. Sonst können wir die nicht alle mitnehmen. So, der Kopfgeldjägerwagen sollte dann auch hoffentlich gleich kommen. So, wir gehen erstmal wieder raus. Oh, aus diesem unschönen Menü. Wir machen mal hier den Bruder aufheben. Der hat natürlich ein bisschen Pech gehabt, dass sein Pferd hier offensichtlich, naja, verendet ist. So, da vorne ist unser Kopfgeldjägerwagen. Steht jetzt allerdings in eine falsche Richtung. Wo willst du denn hin? Halt, bleib mal stehen, Freundchen. Wo will denn der hin jetzt, der Wagen? Wie macht der wieder lustige Sachen hier? Gut, der versucht immer noch anzukommen, die Kutsche offensichtlich. So, da ist er auch schon jetzt. Jetzt und mitten auf dem Gleisen. Na, großartig. Gut, werden wir den hier erstmal verstauen. So, wir haben den ersten. Nur der Ding war gut. Das ist ja spaßig, wenn wir hier Beere jagen sollen. So, dann gucken wir mal, welche Ziel wir uns als nächstes vornehmen. Jetzt, da wir die Kutsche haben, sollten wir die Wege möglichst kurz halten. So, aha, wir sollen den da direkt abliefern in der Mitte bei dem Gefängniswagen. Ah ja, na, das ist ja sehr interessant. Okay, dann machen wir das erst einmal, dass wir den direkt wegbringen hier, den Kerl. Dann können wir nämlich wieder auf Beauty wechseln. Okay, alles klar, verstanden. Das ist natürlich gut, dass wir die einzeln abliefern dürfen und das zentral zwischen den, ja, zwischen den Punkten, wo die sich aufhalten. Was quatscht der Typ da hinten eigentlich rum? Ich glaube, der schwimmt ein bisschen. Jetzt hört er sich an wie eine Eule. Aha, daher kommt auch der Name. Ah ja, alles klar. Na gut, okay. Wir müssen es selber wissen. So, wir bleiben mal am besten auf den Wegen, nicht, dass wir in irgendeinen Graben fallen oder so. Jetzt müssen wir hier noch links. Und dann irgendwie da lang, so viel zu dem Thema mit dem. Auf dir bleiben, auf den Wegen. Und da vorne ist wo die Gefängniskutsche. So. Sehr schön. So. Haben wir den ersten schon mal abgeliefert. So, sehr schön. So, dann würde ich sagen, schicken wir die Kutsche auch direkt mal wieder weg. Und haben wir das hier sehen, wie das hier läuft. Und dann werden wir uns wieder Beauty holen. So, erstmal weg mit dem Wagen. Oh, Eastbound. Und wir holen uns wieder Beauty ran. Und dann suchen wir uns jetzt das nächste Ziel. So. So, Beauty kommt auch schon. Und wir können die Zwischenzeit nutzen. Uns gleich mal das nächste Ziel suchen. Nehmen wir das hier drüben an Punkt A. Direkt am Benedict Point in dem Fall. Oh, eben waren wir am Pass. Jetzt sind wir am Point. Oder sind wir gleich am Point. Dann bin ich mal gespannt, ob das auch so unkompliziert läuft. Oh. Bisher mal einen Inschuss abgeben. Oh ja, so läuft das manchmal. So, müssen wir aber erstmal von dem Plateau hier runterreiten. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hier so ein bisschen unangenehm ist. Auf jeden Fall bisher. Mal sehen, wie unangenehm es noch wird. So, ich denke ja mal doch, dass wir noch mit dem ein oder anderen mehr zu tun bekommen. Die werden doch wohl nicht einzeln unterwegs sein. Das wäre hier sehr ungewöhnlich. So, da sind wir wieder an der Bahnstrecke. Dann brauchen wir dir eigentlich, wo es folgen, würde ich sagen. Kurz mal ein bisschen ab hier. Müssen wir ja nicht der umständlichen Wegführung hier. Oh, hinterher. So, und da sind wir auch schon. Na, mal sehen. Wir nehmen mal kurz das Kakano raus und werfen mal einen Blick da vorne hin. Mal sehen, ob wir schon irgendwas entdecken können. Oh, erstmal scheint ruhig zu sein. Da steht auf jeden Fall ein Pferd. Oh, höchstwahrscheinlich aufgesattelt. Na, mal sehen. Ich würde mal sagen, wir machen uns mal die Karte ein bisschen größer. Da sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ja, da vorne ist jemand. Aber mal sehen, steht da oben einer vielleicht. Ich denke mal, jetzt müssen wir noch irgendwie ausschalten. Das ist nämlich nicht die gesuchte Zielperson. Das ist an dem Mark auf der Karte eindeutig schon mal zu erkennen. Ich glaube, wir können die Karte wieder etwas kleiner machen. Das ist immer etwas angenehmer. So, ist aber noch nicht zu erkennende Ziel, was wir da haben. Ich würde sagen, wir lassen Beauty hier mal stehen. Steigen ab, genau. Nehmen das verstärkte Lasso mit und das Kakano bleibt im Anschlag. Und wir nähern uns mal irgendwie hier so von der Seite aus. So, das ist auf jeden Fall besser, wenn wir die Felsen neben uns haben. So, mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwen entdecken können. Oh, nicht so wirklich. Ein bisschen schwierig hier, das Gelände. Ein bisschen unübersichtlich, die Kiste. Da hinten ist scheinbar noch ein Pferd. Oder irgendwas anderes. Nee, ich glaube, das ist was anderes. Hier wissen wir, was wir da gerade eben im Target hatten. Und da vorne ist auch unsere Zielperson irgendwo. Dann mal sehen, ob wir an den rankommen. So, machen wir das hier ganz vorsichtig, ganz entspannt. Da sind scheinbar auch ein paar... Nee, das ist keine Dynamitkiste. Okay, gut, denn nicht. Wir können auf den Turm hier, ne? Das bringt uns wahrscheinlich nie wirklich Fülle.
müssen wir ja wieder runterklettern. Das dauert ja nur extrem lange, denn da steht einer rum. Ist das, wollen sie gesucht da? Ne? Keine Ahnung, schlecht zu erkennen. Wenn ich das noch den Falschen erschießen, der ist definitiv nicht der Gesuchte. So viel ist klar, das müsste der Gesuchte sein. Okay, so, die haben mal ein bisschen uffischeucht, die Kerle hier. Wollen sie mal ankommen, dann können wir sie besser auseinanderhalten. So, da haut einer ab. Ich glaube, das ist ungesuchtes die Person. Tja. Okay. Na, sehr schön, haben wir die auseinandergezogen. So, dann würde ich mal sagen, Zeit auf das Lasse zu wechseln, Freundchen. Mal sehen, ob wir den jetzt kriegen können. Nee, der ist noch ein bisschen weit weg. Schade eigentlich. Wo hinten stehen welche? Auf dem Pferden. Hinter uns läuft einer. Ich glaube, wir müssen uns mal kurz umdrehen. Der kommt doch noch mit der Machete. Das mag ich ja nicht so weit. Aber ich weiß nicht, wenn wir den jetzt wieder im Bein schießen, nicht, dass er dann verstirbt. Wir laufen einfach und holen uns mal Beauty rein. Ist ja ein Ulker-Typ hier, der haut gleich ab. Na gut, okay. Wenn er meint, soll er abbauen. Also halt versuchen zumindest. Das wird ihm aber nicht gelingen hier. Der sieht nicht unbedingt fit aus, der Kerl. Mal sehen. So, das sollte aber sitzen, wenn wir jetzt mit dem Lasso was machen. So, schauen wir mal. Na, da ist ein bisschen zu spät. Also egal. Machen wir halt einen netten. Mal sehen. Das haben wir gleich. So, ich glaube, machen wir eins anders. Jetzt ist unser Puste ausgegangen. Onkel Allhut, ja, okay, den alten Kerl haben wir. So, sehr schön. Haben bis wir umlegen müssen, auch sehr schön. So, dann können wir den mal aufheben hier. Und dann bringen wir den mal wieder zum Gefängniswagen zurück. Oder, nein, was heißt auch wieder? Nee, bringen wir den auch zum Gefängniswagen, so ist richtig. So, ruf da. Oh, könnte man wahrscheinlich so machen, dass man die alle in die Kirsche packt. Also, das wäre eine andere Methode dazu. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit den Kerlen da vorne noch Ärger kriegen. Oh, scheint uns aber keiner verfolgt zu haben. Außerdem eben da, der mit der Machete hinter uns her war. So, ich glaube, den sollten wir mal schlagen, den ich denn nicht hier in der Ruhe. Oh, der soll mir Ruhe geben, haben wir gesagt. Oha, wir werden tatsächlich beschossen aus der Richtung. Wir nehmen mal kurz den Carcano raus, mal sehen, ob wir da irgendwen erwischen können. Wird noch ein bisschen ausdünner. Auf jeden Fall getroffen und erledigt. Da hinten springt auch noch einer Gegend rum. So viel Zeit muss sein, der ist erledigt. Oh, wie denn hier, dass die hier noch irgendwie was veranstalten? Da ist noch einer. Der hat es auf jeden Fall nicht überlebt. Und der da hinten, der macht sich ein bisschen doller bemerkbarer. Der ist ja immer noch dabei, was zu sagen. Gehen wir aber nochmal hier bis schlagen. So, Freundchen. Reicht langsam. So, jetzt ist Ruhe. Sehr schön. In mehrerlei Hinsicht ist jetzt Ruhe. So, dann. Der ist ja schon wieder wach. Der hält das aber ordentlich robust hier, der Kerl. So, naja, gut, lassen wir uns mal nicht von stören, lassen wir den einfach mal weiterquatschen und reiten mal rüber zum Gefängniswagen. Irgendwie hier so querfeldein. Ich hoffe, das geht jetzt hier nicht schief und wir liegen gleich irgendwo auf der Seite. Das muss ja nicht sein. So, sollte nicht weit sein. Das ist ja eigentlich ein gut platziert hier, der Gefängniswagen. Das ist so eine Position, an der normalerweise kein Gefängniswagen auftaucht. Also das ist definitiv für diese legendäre Mission einmalig. So, schauen wir mal, da sind wir auch schon. Gut, oh, finde ich ja auf jeden Fall lustig hier, dass man hier die Meeren sammeln muss. So, ich würde sagen, wir setzen uns mal einen neuen Wegpunkt am nächsten Zielort. Da würde ich sagen, nehmen wir gleich C, das ist auf jeden Fall, ja, erstmal näher. Oh, Solomon's Valley, okay. Dann bin ich gespannt, was uns da denn begegnet. Oh, ob wir da wieder ein paar haben, mit denen wir spielen dürfen. Oh, gut, dass wir den jetzt hier nicht erschossen haben. Oh, da war ich sehr, sehr vorsichtig. Würde die schon gerne leben kriegen. Vor allem, wenn das ja, sich so gestaltet, dass die nicht auf ihrem Haufen sind und dann nicht plötzlich einer abhaut, einer rennt da lang, zu ihr beschießen ein. Nö, so ist das auf jeden Fall sehr angenehm. So, ah, da sind wir wieder da, wo wir gerade waren. Aha, die sind immer noch aktiv. Na, das ist ja auch sehr interessant zu wissen. Gut, muss ein bisschen vorsichtig sein. Machen wir mal einen Bogen um die. Das muss ja nicht sein. So, wie kommen wir hier irgendwo runter? Na, mal sehen, ohne uns zu, ja, ohne uns den Hals vor allem zu brechen. Oh, machen wir hier mal ganz vorsichtig. Oh, gut, diese erfahren wartet an, ja, kein Problem. Und da müsste vor uns eigentlich diese Farm, die wir da gesehen haben, auf der Karte schon sein. Genau, da drüben brennt auch ein Feuerchen. Na, mal sehen, ob wir da irgendwas erkennen. Genau, jetzt haben wir wieder den Bogen in der Hand, großartig. Und da ist auch einer zu sehen. Na, mal gucken, ob wir jetzt irgendwen ausschalten können. Vorher, ich soll aber sagen, das machen wir nicht vom Rücken von Beauty aus. Das haben wir gleich wieder im Bogen in der Hand. So, wir kontrollieren wieder mal die Ausrüstung. Das sieht gut aus. Wir behalten mit Carcano im Anschlag. Und wir ducken uns schon mal. Da drüben steht eine Kutsche. Da ist was zu hören. Da hockt einer. Eine weibliche Stimme. Das sieht auch wie eine Frau aus. Dann würde ich sagen, wir schießen mal nicht.
So, wir sind mal vorsichtig. Wir nähern uns erstmal von hinten. Die kickt nämlich in die andere Richtung. Okay, der scheint oder die scheint nicht dazu zu hören. Na, mal sehen. Wir sind mal vorsichtig. Mal sehen, ob man uns bemerkt. Okay, die hört definitiv nicht dazu, wer auch immer das ist. Bin ja mal erstaunt, dass das tatsächlich mal eine weibliche Gegnerin ist. Und das haben wir ja selten. Eigentlich haben wir immer nur Kerle bei den Geschichten. So, die hat aber nicht überlebt. So, die hat gerade an einer Schatulle rumgemacht. Das finde ich ja sehr interessant. Wen haben wir da? Haben wir jemanden, der erstmal ein Messer abkriegen möchte. So, das ist erledigt. Da kommt einer von vorne. So, das waren jetzt sehr tiefe Schüsse, ich weiß. Aber auch egal. So, der liegt und der hier neben. Oh. Oha, wir müssen uns mal entfernen. Das war jetzt nicht nett. Okay. Oh, die ist nicht erledigt. Da hier war mal die Schrotflinte. Okay, die Bienen liegen. Das war ein schöner Treffer. Und der liegt auch noch. So, wo ist denn jetzt die Gesuchte? Okay, die hängt nicht ab. So, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht jetzt hier. War ein bisschen unschön quasi, dass sie da mit dem... Ja, okay, die gehört auch nicht dazu. Also ist nicht die Suchte, die gehört schon dazu. Und da drüben ist unsere... Nee, das ist nicht unsere Suchte Zielperson. Die ist nämlich links von uns. Und die soll man machen. So, erledigen wir den hier noch. Muss ja nicht sein, dass man uns hier beschießt. So, der ist zu Boden gebracht. Der ist ausgeschaltet. Der ist hier plündert. Hier haben wir da mal unseren Hut verloren. Das finde ich ja nicht gut. Und wenn ihr mal schon mal lasso raus. So, jetzt sehen wir mal die Gesuchte hier holen. Die liegt wohl hier drin irgendwo. Oder auch nicht. Wo sind die jetzt? Ah, die ist unten. Wo ist denn hier unten? Na, mal sehen, wo ist denn hier dazu, Young? Muss ja irgendwo hier zu finden sein. Aha, da ist der Zugang. Okay, jetzt sieht es hoffentlich gut, wenn wir hier unterstürmen. Mal sehen, da ist eine Tür vor uns. Und da ist die Suchte. Da haben wir sie schon. Sehr schön, jetzt hier, wo sie im Keller versteckt. Wir sind im Dunkeln. So, und wir haben die Mama gefunden. So, und wir haben Hut gefunden. Und wir werden die mal aufheben, die Mama hier. Hört, eure Töchter haben wir wohl gerade erschossen. Und die musste, die hätte nötig zu sagen, wir wären Schlachter, na soweit. So, wir holen mal Beauty rein. Ich hoffe mal, die Kerle, die hier erledigt haben, sind noch nicht despawned. Ne, da liegen noch ein paar, können wir uns wenigstens noch ein bisschen den Loot anschauen hier. So, Beauty soll mal herkommen. Oh. Und wir kicken uns erstmal hier die an. Und Beauty braucht ein bisschen länger, da kommt sie. Oh, wir warten hier mal ab, so soll mal herkommen. Ich würde die Anne, wie gesagt, noch mitnehmen, auf jeden Fall. So viel Zeit muss sein. So. Oh, die Mama liegt da. Ist gut verschnürt. Und wir plündern mal die Leute hier. So, ich glaube, wir haben unseren Hut gefunden. Schauen wir mal. Wir können gerade keinen Hut aufsetzen. Das finde ich ja sehr interessant. Nämlich das Video und die Hut, den wir jetzt hier ausprobieren. Das ist ja merkwürdig. So, jetzt haben wir wieder einen Goldzahn gefunden. Na, immerhin. So, Beauty läuft uns nach, während wir hier... Oh, wir haben tatsächlich irgendwas gefunden. Das 200 XP bekommen. Aha. Zigaretten haben wir gefunden? Nee, das ist nicht richtig. Würde mal sehen, was wir gefunden haben. Wir können später mal auf dem Video ankicken. So mal ganz lustig, wenn man das hinterher kann. So, der ist hier plündert, hier der Kerl. Und dann haben wir hier drüben noch die erste, die wir erledigt haben mit dem Messer. Da ist auch noch eine Schatulle. Können wir da was machen? Mal schauen. Nee, da kann ich aber nichts machen. Gut, na dann nicht. Gut, okay. Die erzählt hier auch schon wieder eine Arie. Sehr großartig. So, wir werden uns erstmal wieder unseren Hut aufsetzen. So viel Zeit muss es sein. Irgendwo ist er, da ist unser Rexol-Hut. Und dann jetzt wieder zurück zum Gefängniswagen. Ja, wäre vielleicht angenehmer, man machte tatsächlich mit dem Kopfgeldjägerwagen. Das müsste man eigentlich nochmal ausprobieren. Da müsste man die quasi wiederholen. Man hat da gerade Schüsse gehört. Das ist ja nicht nett. Ja, kam jetzt drüben von der Station. Ja, da erzählt sie. Okay, ja, nee, zu. Hier erzählt mir eh viel zu viel Quatsch. Ich will ja nie ihre Lebensgeschichte wissen. So, hoffe jetzt gut. Okay, die hält auch was aus, rechte die für. Nee, die hat auch gehört. Sehr schön. Gut. Und da vorne ist auch schon der Gefängniswagen. Wir werden mal absichtlich hier durch die Büsche reiten. Ich glaube, das bekommt ihr im Gesicht ganz gut. So, sehr schön. Da haben wir auch schon die dritte Gesuchte abgeliefert. Sehr schön. Und dann bleibt noch einer übrig. Bin gespannt, wen wir da haben. Oh, ich glaube, eigentlich müssten wir noch eine Frau haben. Mal sehen, wen wir kriegen. So, also, jetzt müssen wir runter nach Rio Bravo, nach Plainview.
Okay, da ist, glaube ich, kein Ort an der Stelle, also keine Hütte oder so. Wir werden das aber gleich rausfinden. Jetzt weist man uns eigentlich in die andere Richtung. Mal sehen, ob wir einen besseren Weg finden. Keine Lust, außen rumzureiten, das dauert ja so lange. So, also wenn wir hier mal lang reiten, das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Das sieht relativ, ja, eben aus. Und dann schauen wir mal, dass wir da ankommen. So, kann ja nicht so weit sein. So, eigentlich ganz, ja, die macht hier die Mission, muss ich ganz ehrlich sagen. Die macht ja richtig mal Spaß. Das ist mal was ganz anderes. Normal, wenn man dann mit mehreren Gegnern das zu tun hat, na, dann ist man ja ständig irgendwie nur damit beschäftigt, ja, zu überleben. Und ja, das hier aufgeteilt, das ist ganz nett gemacht, muss ich wirklich sagen. Also die gefällt mir bisher sehr, sehr gut, die Mission. Oder diese Kopfgeldjagd, muss man ja eher sagen. Mission möchte ich dazu ja nicht sagen. So. Oh, das war ein schöner Sprung von Beauty hier und wir sind wohl schon am richtigen Ort. Oha, hier ist keiner. Na, das finde ich ganz interessant. Gut, wir sind wohl im Suchgebiet, das heißt, wir müssen wohl uns ein bisschen umsehen. Na, mal schauen. Oh, ist ein etwas größeres Gebiet jetzt hier. Da vorne ist jedenfalls ein Lager. Dann kicken wir da mal vorbei, würde ich sagen. Da vorne ist auch eine Kutsche. Oh, vielleicht sind die auf der Kutsche unterwegs. Das sieht fast so aus. Wir halten uns mal hier links. Na, mal sehen. Ja, die sind definitiv auf der Kutsche unterwegs. Jetzt ist die Frage, wer ist das? Tja, wir bleiben mal hier stehen. Aha, das muss der Beifahrer sein, vermute ich mal. Dann würde ich sagen, erledigen wir erstmal die anderen. So, wir haben auf jeden Fall hier einen jetzt um uns herum. Das ist lustig. So, der ist erstmal vom Pferd runter. Vor uns ist auch noch einer. So, der hat auch nicht lange leiden müssen, zum Glück. So, bin mal gespannt, wer das von denen ist. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, deswegen kann ich es nicht gleich hier halten. Eine Dynamitstange, dann wäre die Sache schließlich hier laufen gewesen. So, der hinten, den werden wir uns erstmal vornehmen, der auf dem Pferd sitzt. Ich glaube, der ist es nämlich nicht. So. Ich staune eigentlich auf das Pferd jetzt hier. Er hat die Kugel gefangen. Ja, das ist ja sehr interessant. Na gut. Mal sehen. Lass mal rauskriegen, wer das ist, bevor wir da wirklich die anderen ausschalten. So viel Zeit muss sein. Wir wollen das schließlich professionell erledigen hier. Oh, der ist ein schön flink unterwegs da mit der Kutsche. Okay, der Gleitreiter ist es definitiv nicht. Das ist gut. Dann werden wir den mal ausschalten da. Und der steht, glaube ich, nochmal auf. Da möchte das eigentlich jetzt nicht mehr. Und da vorne sind noch zwei auf der Kutsche. So, mal kicken, welcher von denen wen das da ist. Ich glaube, wir müssen mal die Pferde erstmal ausschalten. Oh, das tut mir leid, aber das geht leider nicht anders. Mal sehen, ob wir die zu gestoppt kriegen, die Pferde. Die halten aber was aus. Na gut, aber aus dem Hintern schießen, da passiert auch nicht viel, ne? So, ich vermute mal, das ist der Beifahrer. Das ist normalerweise immer der Beifahrer. Aber naja, wir wissen es nicht. Ist nicht zu erkennen. Ist wie ein Symbol für Bede. Tja. Mal sehen, ob wir die... Naja, okay, im schlimmsten Fall ist halt einer tot. Naja, was ist das denn halt? Wir versuchen das mal mit dem Carcano ganz kurz, ob wir da die Pferde ausgeschaltet kriegen. Ist ein bisschen staubig hier gerade. Also müssen wir da jetzt wieder im Berg hoch. Unschöne Kiste hier. Ja, mal sehen. Richtig wehrhaft sind die aber auch bloß nicht, die Bäden da vorne. Mal sehen, ob wir auf den Kutschbock vielleicht kommen. Naja, ob das funktioniert jetzt hier. Ah, nee, kommen wir nicht wirklich. Gut, ich nehme mal an, das ist die Beifahrerin. Jo, dann werden wir mal den Fahrer versuchen auszuschalten. Ja, halten wir mal ein bisschen Abstand. Nehmen wir die Carcano ganz entspannt in Anschlag und erledigen den da. Mal sehen, ob das funktioniert. Nee, funktioniert gerade nicht so gut. Also gerade abgebogen hier. Oh, ich glaube, wir können von hinten noch besuchen. Das ist aber unschön. Man kennt aber gerne die Colts, bitte. So, der ist erledigt. So, dann werden wir den mal hinterher. Oh, das wird ganz entspannt hier. Wir haben keine Zeitbegrenzung. So, und jetzt werde ich, wenn wir uns einfach mal den Fahrer vornehmen, dann ist die Sache auch schon die Laufen gleich. So, ich hoffe, die ziehen hier nicht in Fort Mercer ein. Da vorne ist die Kutsche wieder. Ah, so schnell sind sie dann doch nicht. So, dann werden wir uns mal in die gute Position bringen und dann werden wir mal den Fahrer umschießen. So, mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Ein bisschen viel Strüpp dazwischen, das gefällt mir ja nicht. So, und da vorne kommt dann gleich eine Kuppe, das ist ohne so günstig. So, jetzt aber hier. So, der Fahrer ist erledigt und die gesuchte Zielperson ist tot, scheinbar. Ja, das ist aber nicht gut. Okay, aber diesmal tatsächlich der Fahrer. Gut, oh gut, ist die Sache erledigt, gut. Und wir kriegen noch Besuch.
So, der kann jetzt aber auch gleich verschwinden. Da ist nämlich keiner mehr übrig von seinen Freunden da. So, der ist erledigt. Wir steigen ab und wir schnappen uns die tote, gesuchte Zielperson. Das ist jetzt ein bisschen schade. Gut. Das war jetzt aber wirklich überhaupt nicht rauszukriegen. Hätten wir irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie wir das jetzt hätten rausgekriegt. Nun gut, da haben wir Papa von Sianze. Na gut, ist da Papa einkassiert. So, es soll den anderen mal eine Lehre sein, dass sie sich nicht mit uns anlegen. So, dann kommt der jetzt hier auf Beauty. Und dann machen wir uns mal auf zum Gefängniswagen. Und das war ja ganz lustig hier. Oh, dann haben wir alle vier. Gut, drei haben überlebt. Einer hat es nicht geschafft. Na gut. Ah, das war jetzt 50-50 Chance. Wer von denen ist es? Also beim zweiten Mal weiß man das denn, dass er die Kutsche fährt. Oder wie man eigentlich sucht. Das hilft ja auch schon dabei, zu identifizieren, wen man ausschalten darf und wen nicht. Und in dem Fall war leider die falsche Wahl. Na gut. Oh, ein Symbol für B. Das war überhaupt nicht auszumachen, wer da nun sucht es und wer nicht. Nun ja, wo ist das halt? Oha. Wir haben einen kleinen Canyon gefunden, eine kleine Felskante. Nun gut, kriegen wir ja noch ein bisschen Sightseeing geboten. Oh, nicht schlecht. So, wir reiten mal außen rum. Dann muss da vorne auch irgendwo gleich, denn der Gefängniswagen wird wahrscheinlich sein. Ein schönes Stückchen abgekommen jetzt hier. Das war eine ganz spannende Geschichte hier, den zu verfolgen. Auf jeden Fall nicht gemacht, dass dann in dieser Kopfgeldjagd auch noch, ja, so weit vorkommt, dass wir einfach einer Kutsche folgen müssen. So, mal schauen, wie weit das noch ist. Wir machen das hier ganz entspannt. Wir haben noch genug Zeit. Ja, kein Problem. Da sind wir auch schon. Da haben wir das denn schon. Das war die Sache mit der Olhut-Familie hier. Das hat ja Spaß gemacht. Also das war eine der interessantesten, abwechslungsreichsten, legendären Kopfgeldjagden, die wir jemals gemacht haben. Also die war spaßig. So, wir haben $115 dafür bekommen, 0,4 Golddollar Nuggets und 850 XP und 850 Kopfgeldjäger XP. Oh, das hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. So, und wir sind wieder in den, ja, Offensivmodus versetzt worden. Das finde ich jetzt ja nicht gut. Also werden wir uns erstmal wieder auf Defensiv setzen. So viel Zeit muss sein. Und da vorne brennt irgendein Lagerfeuer. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte, ob es da irgendwas Interessantes für uns gibt. Oh, sieht erst einmal nicht so aus. Jetzt wäre ich aber doch neugierig, was da, ja, quasi uns erwarten könnte. Oh, wir sind eine Mission von einem anderen Spieler. Da war eben auch ein blaues Symbol auf der Karte zu erkennen, also eine Spielermarkierung. So, wir haben wieder ein Halstuch auf, das ist eigentlich ja nicht nötig, das werden wir mal absetzen. So, dann werden wir langsam mal in die Richtung reiten, vielleicht entdecken wir da ja irgendwas Interessantes. So, jetzt ist gerade der Defensivmodus wieder aktiviert worden, sehr schön. Also mal kicken gehen, was sich da drüben finden lässt. Vielleicht haben wir noch irgendwas Spannendes jetzt hier zum Abschluss. Ja, vielleicht ist ja auch bloß ja nicht. Ne, da drüben ist irgendein, ja, das scheint irgendeine Mission von anderen Spielern zu sein. Da müssen wir uns jetzt nicht einmischen. Haben aber mal vorbeigeschaut hier. Ja, hier ist definitiv irgendwas. Wir können ja mal einen Blick werfen. Ja, scheint ja aber schon erledigt zu sein. Ja, wir sind nicht mehr am Leben. Ne, nämlich ruhig. Und gut, okay, dann würde ich sagen, reiten wir noch, ja. Ich würde sagen, nach Amadillo zurück. Das ist jetzt zwar ein bisschen weiter als nach Sumbleweed, aber dann können wir uns von dort aus beim nächsten Mal auf den Weg machen und uns eine weitere Blutgeldmission holen oder so. Schauen wir mal ins Kurz. Setzen wir uns am besten mal einen Wegpunkt, nicht, dass wir hier irgendwie in eine Irre geführt werden. Nö, eigentlich sind nach Sumbleweed und Amadillo relativ gleich weit. Oh, gut, dann werden wir da jetzt mal Richtung Amadillo reiten. Erstmal Richtung Steckbrieftafel. Oh. War ein kleiner, entspannten Ritt zum Ende der Folge hin durch die Wüste. Denn in dieser Folge, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert hier mit der Owlhut-Familie, würde ich sagen, gehen wir nichts weiter an. So, jetzt haben wir noch irgendwie ein Tier erledigt beim Durchreiten. Oh, das passiert immer wieder. Das war ja, glaube ich, beim ersten auch schon, wo wir mit der Kutsche drüber gefahren sind. Oh, das passiert immer, immer wieder. Immer wieder ganz lustig, dass man da nebenbei was macht. Und da ist irgendwas links neben uns gewesen. Oh, irgendein Wildtier. Wer weiß, ich hoffe, es war nur eine Schlange und kein Puma, der uns angreift.
Haben wir schon jetzt wieder eine Weile nicht gehabt. Zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kubas sind ja nur wirklich nicht angenehm. Aber zumindest ist die Strähne erstmal gerissen. Das war ja lustig, dass wir da so relativ kurz nacheinander immer wieder diese Pumas hatten. So, und da vorne ist auch schon Armadillo. Sehr schön, dann können wir uns da wieder aufmunitionieren. Und dann für die nächste Runde fit machen sozusagen. So, da vorne ist noch einer auf der Straße, den können wir über den Dach sagen. Und dann das war das letzte Stückchen hier in Richtung Armadillo fort. Und dann besorgen wir uns, wie gesagt, ein bisschen Munition. Immer eine Runde schlafen. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal wieder um eine Blutgeldmission am besten kümmern. Oder nehmen uns noch eine legendäre Kopfgeldjagd vor. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele noch sind. Ja, ein paar dürfen wir noch haben. Und wir haben auch noch Story-Missionen, könnten wir auch noch probieren. Das wäre vielleicht auch noch eine Sache für das nächste Mal. Schauen wir mal, was wir denn machen. Jetzt sind wir aber erstmal wieder in Armadillo zurück. Direkt an der Warnstation. Sehr, sehr schön. Da können wir dann noch die Munition holen. Hier, das machen wir mal eben. Ja. Lass mal Beauty hier kurz stehen. Gehen kurz rum zum Bossmeister und dann haben wir das durch. Dann können wir gleich mal gucken, wie viel Munition wir jetzt verschossen haben. Denn bevor ich die Mission hier gestartet habe, hatte ich die Munition auf jeden Fall voll gemacht. So. Achso, ja, wir müssen erstmal. Haben wir das heißt du noch auf? Ne, haben wir nicht. Das ist interessant. Der will ja gerade nie arbeiten, der Kerl. Jetzt möchte er arbeiten. Aber einen Millimeter zu weit links gestanden oder so. Also, kicken wir mal, was wir an Munition verbraucht haben jetzt hier bei der Olut-Familie. 10-mal Flintenmunition, 31 Revolvermunition HG, 15 Gewehrmunition Express und 40 Revolvermunition und eine Pferdenahrung. Stimmt, da war noch was. Okay, das waren die Kosten dafür. Ich glaube, da haben wir ganz gut was rausgeholt, glaube ich. Gut, also wie gesagt, das soll es gewesen sein hier für heute. Ich hoffe, unsere legendäre Kopfgeldjagd auf die Olhut-Familie hat euch gefallen. Und ihr seid doch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier in Armadillo weitergeht und wir uns dann ja ein neues Ziel suchen, ob nun Kopfgeldjagd, Story-Mission oder vielleicht eine Blutgeld-Mission. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.